Herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Heute gibt es ein Praxisbeispiel aus der Trigonometrie. Mario und Johanna befinden sich in einem Heißluftballon über Paris. Mario fragt sich: Wie hoch fliegen wir eigentlich? Johanna kann ihm das beantworten. Alles, was sie dafür zur Verfügung hat, ist ein Entfernungsmessgerät, das abgesehen von der Entfernung auch einen Schwenkwinkel berechnen kann. Darüber hinaus bemerkt sie, dass sich die beiden auf direkter Linie zwischen dem Eiffelturm und dem Prinzenpark befinden. Sie sieht, der Eiffelturm ist genau 3 Kilometer weit weg. Der Prinzenpark auf der anderen Seite ist genau 4 Kilometer weit weg. Und der Schwenkwinkel zwischen dem Eiffelturm und dem Prinzenpark beträgt 100 Grad. Wie kann Johanna nun dieses Problem lösen? Ihr seht die Problemstellung jetzt in einer zweidimensionalen Skizze dargestellt. Eine mögliche Lösung wäre die folgende. Als erstes berechnen wir die Länge der Seite C mit Hilfe des Kosinussatzes, der da lautet c² ist gleich a² plus b² minus 2 mal ab mal dem Kosinus des eingeschlossenen Winkels. Für unsere Maße heißt das dann, c² ist gleich 4000² plus 3000² minus 2 mal 4000 mal 3000 mal dem Kosinus von 100 Grad. Das ausgerechnet ergibt für c² 29.167.556,26. Und wenn man die Wurzel daraus zieht, erhält man die Länge C mit 5.400,7 Metern. Nun berechnen wir den Winkel Beta. Das tun wir mit Hilfe des Sinussatzes, der da lautet: Eine Seite durch den Sinus ihres gegenüberliegenden Winkels entspricht einer anderen Seite durch den Sinus des ihr gegenüberliegenden Winkels. Umgeformt für unser Beispiel erhalten wir den Sinus Beta ist gleich B mal Sinus Gamma durch C. Mit eingesetzten Zahlen ergibt das: Sinus Beta ist gleich 3000 mal dem Sinus von 100 Grad durch 5400,7. Das wiederum ausgerechnet ergibt 0,547. Und um schließlich den Winkel Beta zu erhalten, müssen wir den Arcosinus von 0,547 berechnen. Und daraus erhalten wir den Winkel Beta mit 33,16 Grad. Im rechten rechtwinkligen Dreieck verwenden wir nun die Tatsache, dass der Sinus eines Winkels gleich der Gegenkathete durch die Hypotenuse ist. In unserem Fall heißt das, Sinus Beta ist gleich h durch a. Umgeformt haben wir, h ist gleich a mal Sinus Beta. Mit eingesetzten Zahlen erhalten wir, h ist gleich 4000 mal dem Sinus von 33,16 Grad. Daraus können wir folgern, dass h gleich 2188,18 Meter beträgt. Johanna weiß nun also die Antwort, dass sie 2188,18 Meter hochfliegen.